Ja, heilig ist mir vor allen Dingen meine Familie. Meine Frau, mein kleiner Sohn, meine Eltern und so zuerst mal so mein persönliches Umfeld. Aber dann ist mir auch heilig, zum Beispiel die Schöpfung, die Natur zu bewahren. Das sind so die obersten Werte eigentlich für mich. Mir heilig die Menschen, das Evangelium und das zusammenzubringen, den Menschen das Evangelium zu bringen, das ist mir heilig, ganz heilig. Herr Wagner, was ist Ihnen heilig? Mir ist heilig mein Glaube, Familie, Gemeinschaft, Freundschaft, ein sehr vielfältiges Spektrum von Sachen, die mir wichtig, die mir ja, heilig sind. Heilig ist mir die Liebe zu meinem Mann, zu meiner Familie und auch zu den Menschen, die ich kenne und mit denen ich verbunden bin, persönlich oder im Gebet. Und es ist mir auch heilig, dass ich die Freiheit habe, meinen Glauben zu leben. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war das nicht selbstverständlich, dass man auch seinen Glauben frei bekennen konnte. Und auch gerade meine Großeltern haben da Repressalien erfahren. Also so sind für mich Freiheit, Glaube, Liebe, das sind die Dinge, die mir heilig sind. Dankeschön.